Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Final Fantasy VI mit dem Luftschiff, mit dem Falken. Und ich habe uns heute zur Aufgabe gemacht, wir schauen uns mal hier die Insel, die ist irgendwie langweilig. Okay, dann gucken wir mal hier runter, was wir hier so Spannendes haben. Okay, hier vielleicht nicht unbedingt was, aber hier, das sieht doch schon nach etwas mehr aus. Ich frage mich, was das denn für eine Stadt sein wird. Es ist Tamasa. So, hier ist es also gelandet. Da Vinci-Pinsel. Mhm, Heiligenroute. Kannibalendolch. Den haben wir ja schon. Ah, Magiestern. Da Vinci-Pinsel. Der Standardpinsel. Ah, wir wollen mal. Was haben wir hier so? Was braucht man nicht mehr? Was braucht man nicht mehr? Hier. Nee, Goldkürass behalte ich mal lieber noch. Was braucht man nicht? Prinzessinnenring. Ach so. Ich weiß nicht, was man. Hier, Lederkürass kann man eigentlich. Ninja-Anzug. Ja, mach die Ninja-Anzüge weg. Dafür kaufen wir uns den Pinsel. Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt schon nützt, da wir Selina ja überhaupt nicht im Team haben, aber hey, das spielt jetzt überhaupt erstmal über gar keine Rolle, ja? Also, das muss man schon mal sagen. Als ich nach dem Zusammenbruch der Welt aufwachte, befand ich mich auf einmal allein in Burg Doma. In meinen Träumen wurde ich dort von grausamen Dämonen heimgesucht. Man kann nicht dran denken. Herberge. Eigentlich könnten wir mal pennen. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Oder? Ja, die MP. Komm, für einen Gil können wir hier schlafen. Für einen Gil geht das. Gut, jetzt haben wir uns nicht unbedingt in die Insolvenz fallen lassen. Der Ebertfelsen ist das erste Mal seit 50 Jahren wieder aufgetaucht. Ob es an einem Erdbeben vor einem Jahr lag? Nördlich des Dorfes kann man ihn bewundern. Oh, ich... Naja, vielleicht nicht unbedingt befürchten, aber ich glaube, dass dort noch etwas auf uns lauern wird. Wir schauen mal. Ein Jahr ist nun her, dass die Welt aus den Fugen geriet. Keine lange Zeit, will ich meinen... Doch kommt es mir schon vor wie eine Ewigkeit. Und hier das Haus von einem alten Mann. Wow, es ist voll hier drin. Oh, dann gehen wir halt wieder. Dann gehen wir halt wieder, oder? Ja, hier unten können wir eh nichts machen. So viel zum Haus des alten Mannes. Da oben ist auch nichts. Hier kommt man nicht mal mehr rum. Das ist ja eine Schande. Eine Schande. Kann man da überhaupt mal rum? Weiß ich nicht. Ah, da drüben das Grab für Leo. Jetzt habe ich keinen Platz zum Spielen mehr. Kommen wir rein? Fest verschlossen. Schade. Ach, das sah gerade aus wie Augen. Neulich sah ich ein komisches Monster im Himmel. Sah aus, als hätte sich ein gigantischer Rochen in die Luft verirrt. Was, ein Rochen? Na klar. Na klar, ein Rochen. Warum auch nicht? Rochen ist natürlich das Naheliegendste, was man in der Luft sehen sollte. Also, natürlich, die Rochen. General Leo. Naja gut, so viel zu Tamasa, das ist jetzt nicht sonderlich viel gewesen. Na gut, dann gehen wir wieder. Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Wir können mal speichern. Und dann fliegen wir zu diesem Felsen da hoch. Und schauen mal, ob wir hier irgendwas machen können. Nö, eher nicht. Okay, dann nicht. So viel zu diesem Felsen. Dann wollen wir mal nach Moblitz zu Terra
zu Melody. Ganz einfach, weil mich interessiert, ob sie jetzt vielleicht schon wieder gesund ist oder ob wir zuerst zu Arthur müssen. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie ist weg. Katharina ist weg. Was? Ich weiß, was los ist. Katharina kriegt nämlich ein Baby. Sie sieht nämlich genauso dick aus wie meine Mama, bevor mein Bruder auf die Welt kam. Igitt, ich hab mal gesehen, wie Duan und Katharina geknutscht haben. Voll eklig. Katharina ist weg. Ja? Ach, ehrlich? Ich glaube, Katharina ist weg. Ich bin mir nicht... Nimmst du uns mal Melody weg? Na ja, mal schauen. Katharins Bauch ist... Wo könnte die hin sein? Also, Katharina ist schwanger und ich bin ziemlich sicher, dass Duan dahinter steckt. Sind die hier vielleicht in dem Haus? Da ist auf jeden Fall ein Hund. Naja. Hallo, Duan. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Katharina trägt mein Kind in ihrem Bauch. Wo ist der Hund hin? Geht's hier lang? Ach, hier geht's ja wirklich runter. Es gibt Grund zu feiern. Katharina wartet ein Kind. Ich freue mich schon sehr auf das Baby. Doch als ich Duan die schöne Nachricht überbrachte, wurde er auf einmal so abweisend. Katharina, bitte verzeih mir. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Ich schäme mich ja so. Von nun werde ich immer für dich da sein. Komm schon, lass uns heimkehren. Hilfe, Humbaba kommt! Ach, nicht schon wieder der. Bitte, beschütze unser Dorf. Mir fehlt die Kraft zu kämpfen. War ja gut, dass wir auch gespeichert haben. Humbaba! Angriff, Kettensäge. Slot. Sehr gut. Und hier machen wir, ich weiß gar nicht, was da so gut war, Eisra. Wir probieren mal Eis. Er macht Blitz, also kann Eis nicht schlecht sein. Okay, aber vielleicht sollten wir Feuer nehmen. Barba, Chocobo, schade. Aber immerhin der Mysidias-Hase holen Barba-Atem. Wie jetzt? Ah, okay. Melody. Ah, sehr gut. Slot. Bam, bam, bam. Magie. Feuer. Angriff. Oh ja, das ist nicht schlecht. So, du machst mal den hier. Und du machst Feuer. Du machst einen Angriff. Und du wirst ihn nochmal heilen, bitte. Feuer. Angriff. Blitzer. Magie auf die ganze Gruppe. Feuer. Angriff. Oh, ciao, Humbaba. Das war's dann wohl mit dir. Oh yeah. Aber keine XP, ich bin enttäuscht. Schon wieder ein Monster. Ich hab Angst. Ich auch.
Mama. Mama, das bist du doch. Ich weiß, dass du das bist. Mama? Melody? Mama! Melody? Ich werde kämpfen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was für ein Gefühl in mir aufgekeimt ist. Sicher ist es Liebe. Ich muss kämpfen, um die zu schützen, die ich liebe. Und um meine Welt zu einem sicheren Ort zu machen für alle, die noch geboren werden. Duan, sorge du für Katharine und euer Baby. Und ihr, meine Kleinen, eure Mama wird euch verlassen, um eure Zukunft zu schützen. Aber ich komme ganz sicher bald wieder, versprochen. Mama, ich werde tapfer sein und nicht weinen. Ich auch. Du musst ganz bestimmt wiederkommen. Wir warten auf dich. Yeah. Ich habe euch sehr zu danken, denn ihr habt mein Herz geöffnet. Ich werde kämpfen, um eure Zukunft willen. Und um neuem Leben eine Zukunft zu geben. Tja, also, ich glaube, wir haben Melody jetzt im Team. Das ist mal was Schönes, muss ich sagen. So, wir gehen auf das Luftschiff. Die anderen können ja nicht auf ewig weg sein. Ja, da sind sie ja schon wieder. So. Mein Tod wäre ein schreckliches Schicksal für alle Frauen auf der Welt. Möchtest du die Gruppe denn neu formieren? Ja, komm. Formieren wir die Gruppe mal neu. Wir nehmen dich, wir nehmen dich, wir nehmen dich und wir nehmen dich. Und Markus, du passt bitte auf das Luftschiff auf. Gut, das Doofe ist, der hat jetzt die Laufstiefel. Betonung auf hatte. Denn jetzt hat er sie nicht mehr. Gut. Bist du hiermit schon durch? Ja. Sehr gut. Ja, dann kannst du gleich mal den hier nehmen. Oder? Na komm. Nimm den hier, ist nicht schlecht. Und ausrüsten. Melody Falchion. Das ist doch mal was Gutes. Den gebe ich dir doch gerne. Gautland, Genji Fäustlinge, das stimmt so. Doppler Ei und Mutring. Das heißt, haben wir... Nee, haben wir nicht. Egal, wir machen das jetzt so. Du bekommst ja noch das andere Doppler-Ei. So, und du bekommst noch einmal die Laufstiefel. Na, hier gibt's eh nichts Besseres. Gelöbnisschleier finde ich auch gut. Genji-Helm. Nimm den Genji-Helm. Hast du schon? Ja, du hast schon so ein Teil. Gut. Würde ich sagen, passt das so. Und wir können unsere Reise fortsetzen. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber fortsetzen können wir sie. Leckt ein bisschen gerade, kann das sein? So, und absetzen. Eine schöne Höhle. Ah. Ich erkenne doch die Musik. Bestienfeld. Höhle am Bestienfeld. Komm, Angriff. Okay, das war's schon. Ein Hund. Na du? Willst du mir sagen, dass ich dir folgen soll? Ja, wir gucken erstmal hier lang. Wo es nicht lang geht. Na gut, dann halt nicht. Wir treffen hier doch eher auf Tarzan. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Tarzan hier wahrscheinlich am Bestienfeld sein wird. So, das macht der. Du kannst angreifen und danach wird noch gesägt. Rocky steigt eine Stufe auf. Das war zwar doof, weil ich glaube, Kirin macht nichts. Ja. Schade. Macht Einhorn was?
Einhorn macht auch nichts. Hier, nimm mal schnell. Was sollst du schnell nehmen? Nee, Fenrir ist gerade besetzt. Dann nimm Bismarck. Fürs nächste Level. Bismarck kann nicht schaden. Ah. Einer davon. Ich glaube, wenn wir mit zwei fertig werden, dann ist einer gar kein Problem. So, eine Giftrute. Sehr interessant. So, und jetzt kannst du das wieder wegtun. Und nimm dein Einhorn wieder. Ein Zornring. Mhm. Als wir nicht zu dritt auf Jagd ins Bestienfeld vorstießen, trafen wir einen wolfsähnlichen Jungen. Keine Ahnung, aber wenn man so viel drauf kommt, lässt der Kleine sich nie blicken. Aha. Damit die anderen sich mit diesem Jungen anfreunden können, muss ich immer hierbleiben. Echt unfair. In einem Wald nördlich des Bestienfelds lebt ein gigantischer Saurier. Seine Kraft ist nicht von dieser Welt. Ein Mensch besiegt den nie. Sollte den je jemand niederstrecken, hat er jedenfalls gut was zum Angeben. Die Saurier, ja, das ist da so ein Problem. Den müssen wir uns auch noch stellen, aber erst später, weil die sind die stärksten Gegner, die es hier im Spiel gibt. Von daher, wir werden die Drachen erstmal ein bisschen nach hinten verschoben. Nur ein bisschen. So. Hier kommen wir zur Kiste. So, bam und bam und die Kettensäge. Gut. Rocky Land Analyse, zwei Giftruten. Und ansonsten sieht alles gut aus. In der Truhe steckt ein Monster. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Sollte ich Angst haben? Der sieht relativ tot aus. Ich probiere es mal mit Vitra. Mit Vitra Bam. Und du heilst ihn. Du sägst. Ach, das war's schon. Tigerkralle. Naja, soll mir auch recht sein. Hier, Roy. Mach Engel. Jetzt konnten die zwar keine XP abgreifen, aber weg ist weg, ne? Also von daher. Ah, heilen, heilen. Heilen und heilen. Diese Tigerkralle. Rocky, das ist doch wahrscheinlich was. Oh, mein gutes Ding. Wow. Ich dachte, die Drachenklaue ist schon gut. Wow, eine Chimäre, glaube ich. Eine Go-Chimäre. Okay, sie lebt noch. Sie lebt immer noch. Warum macht die weg? Immer noch. Jetzt nicht mehr. 7 Magie-Ohr. Ohr, sage ich da nur. Ohr. Den bräuchtest du vielleicht mal. Oh, oh, gruselig. Melody steigt eine Stufe auf und kann Elimini. Oder irgendjemand anderes kann Elimini. Irgendwer kann Elimini. Wenn ich hier runtergehe. Hier, wo führt uns das hin? Meine Fräse. Kettensäge. Aha. So, weg mit dem. Sophia steigt eine Stufe auf. Ist das überhaupt nützlich, mit dem Vieh Stufen aufzusteigen? Ja, gell? Ich kann mir das... Nee, es ist nicht. Mist. Na, toll. Ich kann mir das nie merken. Vielleicht sollte ich mir da auch mal einen Zettel machen, mit welche Esper was beim Levelaufstieg bringt. Die lebt ja noch. Mach die weg. Eklig. So, ich nehme an, die Steine sind weg? Ja.
Ah, wieder eine Go-Chimäre. Go-Chimäre, Go-Chimäre, go, 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 Go-Chimäre. Das war schwachsinnig. Go-Chimäre. Ich muss schon sagen, also diese 7 Punkte da, die sind schon einiges wert. Was? Du willst mich, oder? Willst du mich? Da liegt Selina. Ich wusste gar nicht, dass die hier liegt. Ich dachte, wir treffen hier auf Tarzan. Da liegt da Selina rum. Ja, ich würde sagen, du gibst mal den Fenrir weg und bekommst dafür... Nimm mal hier Phantom. Damit warst du nämlich noch nicht fertig. Wir speichern ab und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir da mal gucken, warum Selina da rumliegt. Also Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao.